So, da sind wir wieder zurück bei A Link to the Past und wir sind jetzt beim gefühlten 20. Versuch, Ganon zu besiegen und wir legen einfach mal los. Ja, das Ganze ist ziemlich schwierig. Also ich bin jetzt auch nach etlichen Versuchen fast schon entmutigt. Ich habe jetzt zwischendurch schon hier den Gewinner der Umfrage bekannt gegeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin fast schon so ein bisschen genervt. Aber ich denke, man kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. So. Nerv mich nicht. Einfach mal das Schwert zücken und sich nicht großartig treffen lassen. Das ist hier die Kunst gerade. So, jetzt dürften wir ihn quasi auch schon so weit geschwächt haben, dass er uns in Ruhe lässt so ein bisschen. Dass er jetzt hier schon mit seinen Fledermäusen loslegt. Was wir jetzt mal machen können, wir können mal so ein bisschen zwischenspeichern. Das ist jetzt so mein Tipp. Neuer Schnappschuss. Und einen neuen SRAM-Speicher. So. Was passiert jetzt, wenn ich so einen Schnappschuss lade? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall tut es uns weh, wenn er uns trifft. So, wir sind jetzt auch schon hier drei Wände los. Also drei Ecken sind wir schon los. So, und dann werden wir einfach mal gucken, dass wir uns hier den Feuerstab schnappen. Und wir verkacken. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier verkacken, dann ist das ziemlich doof. So, das ist jetzt richtig. So machen wir das. Aua. Wir sind ziemlich im Arsch gerade. Wir sollten uns mal ein wenig auffüllen. Und ich würde ganz ehrlich mal sagen, wir nehmen uns auch schon mal hier den Feuerstab. Den werden wir nämlich gleich brauchen. Aua. Guckt euch das einfach an, wie hinterfotzig der jetzt auch schon ist. Er verschwindet immer wieder. Das ist auch schon unser großes Problem. Weil ich kann ihn nicht treffen. Warum nicht? Na klar. Das kriegen wir schon hin. Ah, immer trifft uns diese verdammte Fledermaus. Ich hasse es so ein bisschen. Ich hasse es langsam wirklich, dieses Spiel. Warum muss man so einen Scheiß überhaupt mitmachen? Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock auf diesen Bossgegner. Aber wir machen ihn ganz einfach, weil es sich so gehört. Aber sie sind ja nicht blöd. Wir werden einen Schnappschuss speichern. Und dann werden wir den einfach neu laden, wenn wir am Verkacken sind. Ich bin ja nicht blöd. Ich heiße ja Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd.
So. Das Problem ist, wir werden immer fast hier runtergeschubst. Und wir haben ihn geschafft. Wir haben ihn geschafft. Es ist ein riesiges Wunder. Es ist wirklich ein Wunder. Also ich habe jetzt etliche Versuche gebraucht, bis ich ihn überhaupt mal geschafft habe. Anfangs habe ich mich so schwer getan, weil ich wusste nicht, ich konnte ihn ja gar nicht treffen. Weil er war ja nur ganz, ganz kurz betäubt. Und nu? Hallo? Ach so, wir müssen uns selber bewegen. Ach ja, genau, habe ich vergessen. Ich dachte, das wäre jetzt abgestürzt. Sei willkommen, Benny. Ich bin die Essenz des Triforce. Die goldene Macht. Das Triforce wird demjenigen jeden Wunsch erfüllen, der es berührt. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Ganon besiegt. Seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt sind vergangen. Das Triforce ist bereit für seine neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Ja, wir haben den ersten Abspann geschafft. Ja, dann genießt mal den Abspann. Die sieben Maiden sind dort zu sehen und die Soldaten von Schloss Hyrule. Endlich mal ohne Maske. Also nicht transformiert. Kakariko, Sahasralas Heimkehr. Der tauchte übrigens im Nachfolger auch auf, in A Link Between Worlds. Ach, der Schlossknacker. Mensch, ist auch eine interessante Sache gewesen. Der Ball und sein Freund sollten jetzt auch wieder Menschen sein, genau. Ganz komische Menschen, der eine ist ein Kürbis, der andere ist ein Ball. Mein Onkel ist zu Hause. Hexenschülerin, die sehen wir übrigens im Nachfolger auch. Den habe ich ja leider nicht. Es gibt ja leider keinen 3DS-Emulator. Und ein 3DS selber habe ich nun leider auch nicht. Ist ein bisschen teuer noch. Dafür reicht das YouTube-Money noch nicht. Ja, so ein bisschen monetarisiert man ja schon als YouTube-Partner ganz am Anfang. Ne, aber es ist eben noch nicht die Welt, gerade da die Zuschauerzahlen auch immer relativ bescheiden sind. Aber so schlimm ist das alles gar nicht. In der heutigen Zeit denke ich mir einfach so, Hauptsache Spaß dabei. Das ist mir wichtig. Und da spielt man dann auch gerne mal so einen Klassiker wie es A Link to the Past ist. In diesen letzten beiden Aufnahmen komischerweise auch in, von Haus aus in 16:9, zwar nicht ganz gestretched aufs komplette Bild, wie ich jetzt am PC sehe, aber
so schlimm ist das gar nicht. Ich kann es ja zurecht stretchen. Habe ich ja mit der letzten Aufnahme auch gemacht. Also wie gesagt, das ist auch so eine richtige Perle unter den Super Nintendo Spielen und allgemein unter den Rollenspielen. Es ist ja nun ein richtiges Rollenspiel. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schön. So, und das Master Schwert, es ruht wieder für immer. Es gibt da noch ein zweites Ende, das schalten wir auch noch frei, wenn wir es schaffen, in den Palast zu kommen und diesen Palast auch zu schaffen. So. Ach, schön. Ja, die Stuff Credits haben begonnen. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist echt so eine Perle. Wie ich eben schon sagte, unvergleichlich. Also es ist wirklich auch so ein absoluter Vorläufer zu späteren Zelda-Teilen. Also wenn man sich mal Ocarina of Time anguckt, also die bauen alle auch so auf dem Erlebnis, was man halt in diesem Spiel hat, auch auf. Ocarina of Time ist ein bisschen A Link to the Past in 3D. Natürlich noch eine ganze Ecke anders, aber man sieht halt auch teilweise wiederkehrende Elemente in späteren Zelda-Teilen. Wie eben zum Beispiel auch die Musik von Schloss Hyrule in The Minish Cap oder eben auch in The Wind Waker oder auch in anderen Teilen. Ist einfach eben eine schöne Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel hat es mir echt angetan. Allgemein diese Spielserie. Deswegen wäre mein Favorit für die Abstimmung eigentlich Zelda Skyward Sword gewesen, weil ich dieses Spiel noch niemals gespielt habe in meinem Leben. Ich habe noch nicht mal in irgendein Let's Play reingeschaut oder sowas. Das heißt, das wäre absolutes Neuland für mich. Deswegen wird es Zelda Skyward Sword auf jeden Fall irgendwann noch geben. Ob nun nach New Super Mario Bros. Wii oder währenddessen, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht sind wir ja mit New Super Mario Bros. Wii auch so schnell fertig, dass wir auch relativ schnell Zelda Skyward Sword als Nachfolger nehmen können. Vielleicht ist auch GTA zuerst fertig. Ich weiß es nicht. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, mir ist es auch egal. Also ich spiele zur Not auch die komplette Liste der Wii-Spiele durch, die ich gepostet habe. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich fürs Reinschauen. Wir sind natürlich noch nicht am Ende. Aber man kann ja schon mal so ein paar Abschlussworte mit reinnehmen. Vielleicht kommen wir ja gar nicht in den Dungeon rein. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist dieser Holzfäller-Quest. Den können wir ja jetzt machen, weil wir ja den Korb haben. Den haben wir gekriegt. Den habe ich leider offscreen gekriegt, weil ich wollte nämlich ausprobieren, ob der Cheat funktioniert. Er hat funktioniert. Zumindest hat er so weit funktioniert, dass ich den Holzfäller-Quest aktivieren konnte. Und guck mal einer an. Ach, die Versuche in den Dungeons. Nur meiste Zeit 0 bis 1 Versuch gebraucht. Palast der Dunkelheit 6 Versuche. Sumpfpalast 4 Versuche. Skelettwald 4 Versuche. Drachenstatue 2 Versuche. Eispalast 8 Versuche. Wüstensee 0 Versuche. Schildkrötenfelsen 1 Versuch, Ganonsturm 1 Versuch. Schön. Also ich finde diese Statistiken gar nicht schlecht. Versuche insgesamt 29. Damit reiche ich natürlich noch lange nicht an meinen Bruder Christopher heran. Den kennt ihr übrigens auch aus Minecraft. Solltet mal auf den alten Kanal schauen. Und zwar Folge 250 bis 259. Nur mal so ein kleiner Tipp. So. Und ich hoffe, kann ich jetzt beenden? Hallo?
Ich möchte weitermachen. Ich drücke hier wie wild auf der Remote rum und irgendwie tut sich nichts. Ja, dann werden wir mal eins machen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt gespeichert hat oder nicht. Das ist die Sache. Jetzt würde mich nämlich interessieren. Ich weiß es nicht. Es würde mich jetzt wirklich interessieren, ob wir hier jetzt einfach so mal... gespeichert haben. So, nachdem du beide Spiele gemeistert hast, wird der Palast der Schwerter, der vier Schwerter für dich offen stehen. Dazu wird es eine kleine Öffnung auf der Ostseite der Pyramide in der Schattenwelt geben. Springe dann runter zur Leiter in der Nähe des Lochs und zahle 20 Rubine, um eintreten zu können. Ja, mich würde es jetzt interessieren. Machst du das jetzt von alleine oder muss ich dich resetten? Ich glaube, ich muss resetten. Oh. So. Naja, es ist auf jeden Fall gespeichert. Ach, 29 Versuche. Ah, das zeigt mir schon an. Nun kannst du in A Link to the Past den Palast des Schwertes der Vier besuchen. Ach, geil. Cool. Ha. Tja, wir können es tatsächlich... So, Start vom Speicherort oder von der Pyramide aus? Ich weiß es gar nicht. Wir starten bei der Pyramide mal. Wir haben tatsächlich noch eine Fee. Alter, wie haben wir das denn gemacht? Da 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 da. Dili, di, da 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 da. Dili. Ja, wir müssen immer ein bisschen reden, weil sonst kriege ich hier wieder einen Content-ID-Treffer während dieses Liedes. Das ist nämlich dieses Problem. Und dann kann ich die Folge nicht monetarisieren. Das ist nicht so, als wäre mir das so mega wichtig, aber mal jeder Klick ist auf YouTube, wenn du erstmal Partner bist, ist der Geld wert. Und wenn es nur ein halber Cent ist. Wenn überhaupt. Also es gibt eben auch selbst monetarisierte Partner und die kriegen vielleicht nicht so viel. Ich bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall keine Gleichberechtigung, weil das unterscheidet sich, glaube ich, vom Partnernetzwerk zu Partnernetzwerk und dann unterscheidet sich das auch eben auch nochmal vom Partnernetzwerk zu eben ja, ganz normal monetarisierten Partnern. Dann gibt es eben auch noch Affiliates, Affiliate-Netzwerke und dann auch noch Managed-Netzwerke. Ja, es gibt da Riesenunterschiede, also muss ich ganz ehrlich sagen, halt die Fresse, halt die Fresse, ah! Auf jeden Fall können wir jetzt gleich... Ach, wir machen gleich erstmal diesen Holzfäller-Quest. Und hier erstmal will ich nach links lang. Hier lang? Was ist hier eigentlich drin? Was war denn hier nochmal? Ach, guck mal. Wir haben erstmal 107 Rubine. Ich finde das auf jeden Fall gut gemacht hier mit dem Schwert der Vier. Wir gucken auf jeden Fall. Achso, hier war ja der Bombenshop, genau. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich jetzt öfter mal rein und raus gehe und dann mal gucke, ob einfach dieser Stein wiederkommt, der da glitzert, wo ich dann so ein paar Rubine absahen kann. Was passiert das?
Das ist ja egal. Wir brauchen es ja nicht. Wir holen uns auf jeden Fall ein paar Rubine. Ist mir